Und herzlich willkommen. Heute seid ihr wieder bei mir. Wunderbar. Ich habe heute einen schönen Teil für euch vorbereitet, und zwar mit dem Stab. Ich habe schon eine super Aufwärmsequenz. Wenn ihr die jetzt schon gemacht habt, perfekt. Ansonsten machen wir jetzt noch eine kurze Mobilisation am Anfang. Also ich wärme nicht mehr richtig auf, sondern das ist wirklich eine Einheit, wo es um Beweglichkeit, um Stretching, um Kraft aber auch geht. Ne? Deswegen vorher solltet ihr auf jeden Fall nochmal 10 Minuten richtig ein bisschen die Muskeln warm machen und dann erst einsteigen. Das wäre optimal. In diesem Sinne, es geht heute ohne Musik, damit wir heute auch jetzt in dem Teil gut arbeiten können. Und ich würde vorschlagen, erstmal nochmal vom Stock her, entweder habt ihr einen Stock aus dem Haushalt, aus dem Wald, oder ihr habt auch, so wie ich, irgendwie Nordic Walking Stock, Skistock, sowas in der Art. Ganz hilfreich ist immer, wenn ihr oben auch so Schlaufen habt, wenn ihr die Schlaufen auf jeden Fall mal so einmal hier drum wickelt, dass die nicht so in der Gegend rumbaumelt. Das stört nämlich immer ein bisschen. Zum Zweiten haben die Stöcke unten oft fiese Spitzen, die nicht optimal für den Unterboden sind, weder für Matte noch für den Boden. Super wäre, da ein Füßchen drauf zu setzen oder gegebenenfalls den Stock einfach andersrum halten, je nachdem, was ihr für einen Stock habt. Das funktioniert dann in der Regel auch. Ne? So, also ich würde sagen, wir starten mal langsam los und halten den Stock erstmal über Schulterbreit, einfach halten am Rumpf und wir kreisen oben rum die Schultern. Dabei achtet ihr drauf, ihr könnt auch gar nicht anders, dass die Arme gestreckt bleiben. Ne? Also nicht die Ellenbogen nach hinten ziehen, sondern ganz lange Arme lassen. Die ganze Bewegung oben aus dem Schultergürtel. Und ihr seht schon, die Brustwirbelsäule mag sich dabei auch noch bewegen. Hm? Hinten schön die Schulterblätter zusammenschieben. Super. Dann mal tief einatmen und Stock mit nach oben nehmen. Breiter greifen ist immer leichter. Ne? Je schmaler, je enger auf dem Schultergürtel. Einmal tief einatmen und vorne rum, bis du wieder oben bist. Nochmal tief einatmen. Dann in die andere Richtung. Einatmen und ausatmen. Nur den Stock mit den Armen bewegen, am liebsten den Rumpf erstmal ganz gerade lassen, ausatmen, rumwedeln, auf der Seite heben, einatmen und ausatmen auf der anderen Seite. Noch eine Runde, vor, über die Seite heben, einatmen und auf der anderen Seite. Super, und dann einmal den Stock nach unten. Und dann gehen wir ein bisschen in die Knie und schieben den Stock so ein bisschen am Oberschenkel entlang. Ne? Dabei lassen wir den Rücken jetzt wunderschön ganz gerade. Gut, so ganz klein, kleine Knicksen machen. Sehr schön mit einem langen Rücken arbeiten. Und auch hier die Bauchspannung mitnehmen. Also nicht ins Hohlkreuz schieben, sondern versuchen wirklich einen schönen gestreckten Rücken behalten. Ja, und dann die Arme einmal nach unten. Und wieder ein bisschen hoch. Super. Aus der Position heraus lösen wir jetzt und bleiben mal unten und machen jetzt eine Armbewegung. Genau. Die wäre von unten nach oben ziehen, gerade Linie. Dann seid ihr auf Brustebene und von der Seite aus gesehen seht ihr die Ellenbogen nicht so gut. Deswegen jetzt hier nochmal. Schiebt die Ellenbogen zur Seite. Sehr gut. Und wenn ihr hochzieht, hier, richtig mal fest auf den Stab drücken, sozusagen, als ob ihr den zusammenschieben wollt. Ne? Schieben und locker. Schieben und locker. Und wichtig hier bei der lange gerade Rücken, die kleine Beuge, sodass der obere Rücken jetzt auch gut zum Einsatz kommt. Schulterblätter zusammenschieben. Stock zusammenschieben. Locker. Schieben. Locker. Vier. Hoch. Drei. Hoch. Zwei. Hoch, eine kleine Etage wieder ablegen auf dem Oberschenkel, Rumpf nach oben und jetzt wieder diese kleine Bewegung, die Arme bleiben gestreckt, gut, ganz sanft, jawohl, 4, 3, 2 und dann bleiben wir so fast gestreckte Beine, leicht gebeugt und arbeiten hier
nochmal die gleiche Bewegung, wie wir sie eben schon hatten. Jetzt in der hohen Position und nochmal wichtig, wenn ihr zu euch zieht, dann den Druck auf den Start machen. Hier locker drücken, locker drücken, locker zusammenschieben wollen. Jawohl. Und fest. Sehr schön. Ihr bleibt mal hier. Ja, und dann guckt mal, zieht die Schulter bitte an hinten richtig aktiv mit an. Drückt den Stab fest zusammen. Gut. Einmal tief einatmen. Locker. Die Beine ein bisschen breiter öffnen. Und dann gehen wir sanft. Erstmal ein bisschen in die Seite. Sanft, meine Lieben. Heißt wirklich nur so ein bisschen, ne? So die Seitenneige, das macht mit Vorsicht, für alle, die auch im unteren Rücken möglicherweise Probleme haben, ne? So, du musst die Bauchdecke hier richtig gut anspannen, damit der untere Rücken wirklich in einer festen Position auch bleibt. Sehr gut. Ja, und dann einfach nur mal kurz von rechts nach links. Super. Und dann lassen wir die Arme einmal nach vorne ausschütteln. Sehr gut. Dann gehen wir nochmal nach oben und schieben die Arme weit nach hinten. So am Hinterkopf können wir dann nach unten ziehen, Richtung Schulter. Das wäre mein Wunsch. Ungünstig, wenn wir hier landen, ne? Auf der Halswirbelsäule nicht gut. Dafür müsst ihr hier auch die Arme eng anlegen, strecken. Und wieder die Ellenbogen zum Rumpf ziehen. Hier an die Seiten dran. Hoch und wieder ab. Hoch und wieder ab. Ja, und dabei versucht ihr wirklich den Raum erst nach hinten und dann nach unten. Gut. Sehr schön. Vier, tief. Drei, tief. Zwei, tief. Letzte Runde. Gut. Und einmal dann nach vorne, einfach ein bisschen vorne abhängen, ganz weich in den Beinen federn. Dann können wir jetzt den Rücken mal ruhig rund werden lassen. So ein bisschen ganz locker aushängen, den Kopf auch mal mithängen lassen. Wunderbar. Bleibt mal gleich hier unten hängen. Nur den Stock, den nehmen wir jetzt von vorne nach hinten. Den greifen wir auch entsprechend so, dass die Fingerspitzen auch nach hinten zeigen. Gut. So, jetzt richten wir uns erstmal auf und machen uns nochmal rund. Beim Rundmachen schieben wir den Stab in die Kniekehle, bauen so einen kleinen Gegendruck hier unten auf, ziehen die Bauchdecke ein und auch lassen eingezogen die Bauchdecke, wenn wir uns strecken mit den Armen nach hinten und langen Rücken. Runder Rücken, langer Rücken, runder Rücken, langer Rücken. Ja, und dann versuchen wir wirklich die Arme schön nach oben zu ziehen und gegenläufig das Becken nach vorne kippen. Das dehnt den unteren Rücken und hier kräftigen wir die rückwärtigen Armmuskeln gleich noch ein bisschen mehr. Erstmal ein bisschen Mobilisation im Rücken und Flexibilität im Schultergürtel durch das Stabheben. Genau. So, noch eine letzte Katze. Dann ziehen wir den Stab jetzt in die Verlängerung nach hinten und hier erstmal einmal in der Position federn wir. Ja, super wäre es, wenn die Arme wirklich parallel zum Boden sind, in der kompletten Streckung und ihr nur eine kleine kurze Auf- und Abbewegung macht. Federn. Gut. Vier. Federn. Drei. Gestreckte Handgelenke werden auch super. Zwei. Langer Nacken. Und nochmal in die tiefe Position. Das Becken wieder kippen. Nochmal den Katzenpuckel machen. Von hier kurz aufrollen, nach oben strecken, auch mit den Beinen. Und jetzt nochmal die Arme nach hinten ziehen. Einatmen und. Sehr schön. Während ihr jetzt nach hinten arbeitet, versucht eure Griffposition mal etwas enger zu machen. So, wichtig ist, nicht ausweichen mit dem Becken nach vorne. Gerade bleiben, Bauchdecke anspannen. Und nochmal die breite Griffposition. Gut. Okay. Ja. Sehr schön. Letzte Mal. Nochmal eng. Eine enge noch. Ne? Etwas enger greifen. Bauchdecke festmachen.
und hier schön die Schulterblätter zusammenziehen, wenn du nach hinten oben gehst. Die letzte nochmal hoch. Wunderbar. Jetzt nehmen wir den Stab nach unten und lockern jetzt mal schön ab. So, beim Auslockern ist auch immer Schwingen gut in allen Positionen. Schwingen heißt immer ein bisschen locker. Die Arme schieben wir mal von rechts nach links, den Stab an uns vorbei. Genau. So ganz entspannt. Gut. Und wir haben eben schon ein bisschen die Rumpfneigen gemacht. Wir machen noch ein bisschen mehr Rumpfneigen. Den Stab stellt ihr erstmal neben euch auf. Gerne am rechten Bein. Guckt, es muss nicht genau neben euch sein. Es kann auch schräg vor euch sein. Ne? So, dann haben wir hier da ein bisschen Stabilität und verlagern das Gewicht jetzt auf das Bein, was nah am Stock ist. Ja, also auf euer rechtes Bein auch. Das linke, ja, das ist schon fast wieder abholbereit. Ne? Das nehmen wir jetzt und ziehen es nach oben. Aber bevor wir das machen, möchte ich, dass ihr erst euer Standbein beugt. Das heißt, aus der gebeugten Position hier und gleichzeitig hier gestreckte Position. Fußspitzen mal ein bisschen anflexen, über die Seite heben. Genau, und jetzt seht ihr eigentlich, ich bleibe hier ganz gerade. Ne? Das heißt, im Moment neige ich noch nichts, sondern hebe nur über die Seite an und ich senke auch wieder langsam. Ne? Das heißt, auch das Zurückführen bitte und nicht runterplumpsen lassen. Ne? Langsame Bewegung auf und ab. 4. Becken bleibt auf Position. 2 noch. Hoch, ab, eine letzte. Hoch, ab. Perfekt. Sehr schön. Einmal kurz die Beine auslockern. Da wechseln wir mal direkt den Stab auf die andere Seite. Nur als kleine Stütze sozusagen. Stabilisierung jetzt hier über den Stab. Noch einmal Standbein jetzt. Die andere Seite leicht gebeugt. Also da geht es schon mal in die Beuge. So dass der Oberschenkel arbeiten muss. Das andere Bein zur Seite raus. Rumpf lang lassen. Und ja, nur seitlich heben. Ohne dass ihr hier unten jetzt in die Streckung geht. Ne? Unten bleiben. Ja, und dann gucken, was geht. Ja, das ist halt jetzt die Kraft eben. Ja? Möglichst gleichmäßig. Ohne viel Schwung arbeiten, sondern mit einem Zugsystem, was über die Muskelarbeit funktioniert. Ne? Auch beim Absenken dran denken, gleichmäßige Geschwindigkeit. Gut. Becken auf Position lassen. Hier ist der Standbein immer noch gebeugt. Ne? Rumpf ist immer noch gerade. Die letzten 4, 3, 2. Langsam und gut. Erstmal wieder ausschütteln. Ja, das Standbein muss stabilisieren. Das merkt ihr auch hier an den Seiten der Hüften. Ne? Gut. Dann wechseln wir nochmal auf die andere Seite. Jetzt nehmen wir erstmal eine Hand, wie wir das auch sonst bei den Bauchübungen machen, so hinten an den Kopf. Und wir haben wieder ein Arbeits- und ein Standbein. Wir fangen an, lass das Bein unten am Boden und machen mal nur die Seitbewegung. Eine Seitbewegung mit dem Ellenbogen bitte hier in diese Richtung, nicht nach vorne. Ne? Ganz auf der sagittalen Ebene bleiben. Sehr schön. Einmal strecken, einmal beugen. Sehr schön. Einmal strecken, beugen und Bein heben. Strecken, beugen, Bein heben. Strecken, beugen, Bein heben, strecken, beugen, Bein heben und in die Seite rein. Und ziehen und rüber. Und seitlich bleiben, auch obenrum seitlich bleiben. Ne? Am Ohr entlang, neigen und zurück, ausatmen. Letzte Runde. Gut. Und einmal wieder ab. Puh, dann nochmal der Seitenwechsel. Vorher immer kurz ausschütteln. Ne? Ganz wichtig, wenn ihr merkt, die Beine machen fest, ne? Dann wieder ein bisschen schütteln. So, gute Stabilisierung finden. Standbein organisieren. Arbeitsbein kommt weg.
Arm kommt an vor. Öffnen. Ja. Ellenbogen nach hinten schieben und auch wenn es geht, da bleiben. Erstmal nur die Seitneigebewegung. Genau in die Seite rein. Also hier solltet ihr das dann spüren. Einmal seitlich. Einmal strecken. Einmal seitlich. Einmal strecken. Seitlich hoch. Seit und strecken. Seit und strecken. Seit und in die Seite neigen. Jetzt eine Seite, die andere Seite. Und lang. Und ausatmen. Mit Spannung in beide Ebenen. In der Mitte ist Entspannung. Bauch anziehen. Und da lang. Noch zwei. Lang. Ein noch. Und lang. Gut gemacht. Wir stellen den Stab einmal vor uns ab. Wir wechseln unsere Ebenen. Jetzt gehen wir eine Etage tiefer. Und zwar erstmal mit dem Rücken. Der Stab ist super weit von euch weg, sodass ihr jetzt gestreckte Arme habt und im besten Fall noch gestreckte Beine. Und wenn der Kopf jetzt tief geht mit dem Rücken zusammen, habt ihr auch einen gestreckten Rücken. Da bleiben wir erstmal kurz. Ja, hier müssen wir uns erstmal ein bisschen einfinden. Es zieht auf der Beinrückseite, wenn die Beine gestreckt sind. Das soll so sein. Ja, macht ruhig den Po richtig nach hinten rausschieben, den Rücken schön ausstrecken, den Kopf zwischen die Oberarme nehmen. Perfekt. Und dann mal nach oben kommen durch eine Aufrollbewegung und dann wieder durch die Mitte einmal strecken. Nach oben kommen eine Aufrollbewegung, das Becken nach vorne und wieder nach unten. Einatmen. Einatmen lang. Ausatmen. Die Bauchdecke einziehen. Becken beugen. Und noch zwei mehr. Rund und eine letzte in die Länge. Sehr schön. So, dann verlagern wir jetzt das Gewicht. Wir nehmen ein Bein nach hinten, ein Bein zur Mitte, ungefähr auf der Ebene von deinem Stab. Den Oberkörper ziehen wir jetzt ein bisschen hoch. Wir strecken den Rücken und wir strecken auch hinten das Bein, inklusive Fußspitze. Und dann heben wir das Bein über den langen Weg nach hinten oben. Ja. Mach das auch wieder in einem langsamen Tempo. Und dann lass das Bein mal kurz oben stecken und federt mal so ganz kleine Federung. Ja, das Standbein ist immer noch leicht gebeugt. Ne? Das taxiert euch aus. Ihr merkt, das ist kippelig. Ne? 4, 3, Feder, 2, Beine zusammensetzen und eine kleine Bewegung mit Knicksen nach unten, also Beine beugen. Dann federn wir hier unten wieder über den langen Rücken mit einem tiefen Po. Komm nach oben mit einem Katzenpuckel bis ganz oben durch. Einmal strecken, Beine beugen, unten wieder federn, ganz weich. Ja, guck mal, was ihr so durchhaltet, ne? Und nochmal nach oben aufrollen, bis oben hin. Einmal den Rumpf strecken, inklusive Kopf. Sanft mit einem langen, geraden Rücken und langen, geraden Beinen. Jetzt wieder in die Tischposition, nenne ich das. Ne? Der Tisch ist gedeckt. Wichtig bei euch, ne? Hier die Schulterblätter zusammen. Brustbein zieht nach unten durch. Gut. So, hier halten wir einen Moment. Einmal tief, tief, tief. Und jetzt nur über das Becken nach vorne kippen, eine Rundung erreichen, die im unteren Rücken und oberen Rücken ist. Dann den Rücken wieder strecken. Das heißt, die Beine, die bleiben jetzt gestreckt. Zieht in der Beinrückseite. Jetzt in der Tischposition. Jetzt das Becken nach vorne schieben, eingezogene Bauchdecke, Katze. Und nochmal nach hinten, langer, gerade Rücken. Einatmen und tief
der geraden Position. Das heißt, wenn du hochkommst, bleibt der Kopf an den Oberarmen hängen. So, noch eine Sequenz, nochmal nach oben hoch. Super. Und seid ihr oben, jetzt einmal den Kopf strecken. Und wir setzen das andere Bein nach hinten. Und finden hier eine gute Position, einen langen Rücken. Ja, der Rücken ist jetzt höher als in der ganz flachen Ebene. Wer will, kann auch flach arbeiten. Ne? Geht ab. Ist noch schwieriger. So, und jetzt geht es wieder los. Hinten erstmal heben und senken. Eine gute Position für dein Standbein finden. Im Übrigen, wenn wir barfuß arbeiten und auf der Matte, ne, dann ist das immer super kippelig. Wenn ihr merkt, oh, das ist mir jetzt heftig, dann versucht das mal auf dem Boden. Dann wird es leichter. Hm? Bestimmt. Super. Und nur heben und senken. Langsam. Gerade Linie, auch nur den Fuß strecken. Ganz lange Linie machen. Gut, dann lassen wir das Bein oben und federn, federn, federn. Ja, auch hier über das Gesäß arbeiten, Po anspannen und oben federn, Rücken lang lassen, vier noch, federn, drei, zwei, eine letzte, Fuß beisetzen und jetzt gehen wir ganz nach unten, eine Etage tiefer und hier mal ganz kurz ein bisschen abwippern. Sehr gut, wir haben nur noch den Stock bei uns. Ne? Prima, der bringt uns noch ein bisschen Stabilität jetzt in der kleinen Hocke. Und dann nehmen wir jetzt uns die Bewegung einmal schon unten angekommen in den Sitz rein. Heißt, die Füße unter dir durch und den Stab lassen wir noch nicht aus der Hand. Den haben wir noch bei uns. Ne? Ja, gut. So, wunderbar. Jetzt haben wir schon einiges für Gesäß und Mobilisation, Rücken gemacht, Schultergürtel, seitliche Taille und was fehlt noch, mehr Bauch, ne? Ist klar. So, wir haben jetzt die Möglichkeit, ihr haltet einmal den Rücken ganz lang, ihr zieht euch praktisch an euren Stab sozusagen nach oben und versucht euch erstmal schön zu strecken, Schulterblätter hinten zusammen. Und dann geht ihr in der Streckung bleiben, mit langem Rücken zurück. Das heißt so, was deine Armlänge eben hergibt. Ne? Wichtig ist, nicht mit dem runden Rücken, sondern hier oben präsent bleiben, angehobenes Brustbein, Schulterblätter zusammen. Sehr gut. Zum Entspannen, weil das ist jetzt Rückenarbeit, geht ihr mit dem runden Rücken jetzt nach vorne. Lasst den Kopf zwischen die Knie fallen. Uff. So dass alles einmal in der schönen Rundung drin ist und ihr hier euch ausruhen könnt. Rest Position in dieser Variante. Rücken wieder nach oben lang werden lassen. Nochmal strecken und im Strecken dann erst nach hinten gehen. Und jetzt guckst du mal, dass du so hinten bist, dass du dich hier noch halten kannst in der Position, dass die Füße noch am Boden sind. Wunderschön. So, und jetzt gehst du einmal mit dem Stab und ziehst ein Ende Richtung Boden, über die Mitte, auf die andere Seite. Super. So, schön in der Länge bleiben, den Rücken halten. Und dann wandern wir nur immer mit einem Stockende langsam Richtung Boden, aber immer noch in der Streckung bleiben. Jetzt wird es anstrengend. Noch vier. Bauch stabilisieren, Rücken stabilisieren. Drei, gut. Zwei, mehr noch. Eine und Rest Position in der Mitte. Nach vorne fallen, uff, Kopf zwischen die Knie, runter Rücken. Das ist dann immer richtiges Wohltun auch. Wunderschön. So, ruhig nochmal ein bisschen nachfedern, wenn ihr mögt. Sehr schön. Und dann kommen wir erstmal wieder in den großen, langen Rücken und werden den Stab jetzt hinter den Knien einmal positionieren. Und ich halte hier von unten fest. Und jetzt können wir, ihr ahnt, was kommt, mal mit den Füßen ein Stück zurück. Vorsichtig, haltet euch noch fest. Beginnt mit einer festen Bauchmuskulatur euch abzulassen. Und ihr könnt hier, weil bei einigen funktioniert es noch nicht, dass wir ohne Stock langsam runtergehen. Deswegen hier, ne, könnt ihr festhalten jetzt.
und mal ganz langsam, Slow-Mo, Wirbel für Wirbel unten am Boden ablassen. So, dabei hilft euch jetzt dieses Stöckchen noch und dann verlässt euch vielleicht auch die Armlänge, je nachdem, aber da kann man den Stock noch ein bisschen runterrutschen lassen. So, ich bin immer noch am Abrollen, ne? Während ich erzähle, so Wirbel für Wirbel, wir haben 24 Stück. Nur das dauert, bis wir dann unten angekommen sind. Und dann zum Schluss den Kopf. Sehr schön, einmal Arme mit dem Start nach unten ablegen. Kurz nachspüren, die ganze Länge auf der Matte. Und dann heben wir die Beine einfach nach oben. Und zwar ziemlich weit mit den Knien Richtung Brust. Also beugt auch hier im Hüftbeuger so eng, wie ihr könnt. Dann schauen wir mal, ob eure Arme lang genug sind, wenn ihr jetzt den Kopf nach oben nehmt und den Stab nach vorne schiebt, ob ihr an den Füßen vorbeikommt. Und das testen wir jetzt mal an. So. Immer mal wieder nach unten, den Kopf weit mit nach vorne nehmen. Ja, durch die Beine durchschauen. Und gut. Wer es nicht schafft, der geht einfach nur bis hier vorne und kommt wieder zurück. Ist ja auch kein Thema, ne? Nun einfach nur bis hier vorne gehen, immer wieder den Kopf mitnehmen. Und die anderen, wer vielleicht hinkriegt, zieht die Knie nochmal kräftig mit an. Und jetzt wisst ihr, worauf ich hinaus will. So, ich hebe jetzt mehr und mehr die ganze Bewegung. Ich bleibe liegen mit dem Kopf. Und ich versuche, über ein Anheben in der Beckenebene jetzt mich einzurollen und die Füße einmal vor und einmal hinter den Stab zu bringen. Ja, und zwar halte ich den Stab jetzt nur noch hoch. Gut. Und ich gehe auch hier gar nicht so weit da hinten hin. Ne? Ihr bleibt mit den Füßen nah am Stab. Das ist die Priorität. Hier eng am Stab arbeiten. Ja, gut, noch vier, aufrollen wäre super mit dem Becken, drei, zwei, eine letzte, gut, und dann die Füße nacheinander absetzen, dann mal ganz ausstrecken, alles, die Arme, die Beine, alles einmal lang machen. Maximumstreckung, tief durchatmen, in die Bauchdecke reinatmen. Ah, das tut auch gut, das ist auch immer schön, ne? Herrlich. Gut, so. Aber wir sind noch nicht ganz durch. So, nimmt jetzt nochmal die Füße, stellt sie wieder rechts und links am Gesäß auf. Und werden wir jetzt den Stab führen. Einmal könnt ihr aufsetzen, es ist egal wie rum. Neben dem Becken, da wo euer Becken ist, setzt ihr mal den Stab auf, unten, oder mit dem Kopf oder mit dem Ende, egal. Dann haben wir die querende Hand, die geht über die Brust, über den Brustraum quer zum Stab und zwar möglichst hoch und so hoch, dass die Schulter wegkommt vom Boden, die andere Seite nicht noch ganz entspannt. Hier legen wir einfach mal den Kopf auf unsere Hand, den Ellenbogen nach außen schieben. Und jetzt arbeiten wir über die Schläge. Den Arm lassen wir mal komplett gestreckt. Das ist der Punkt. Das heißt, du arbeitest jetzt nicht mit dem Arm. Der bleibt ganz lang. Das ist nur eine Verbindung von einer schrägen Bauchmuskulatur. Jetzt in die Schräge aufrollen und wieder ab. Aufrollen und wieder ab. Achte hier drauf, dass dein Becken fix am Boden bleibt, so dass dein Becken nicht mitrollt, dann verpufft die Übung. Wichtig ist, den unteren Rücken gleichzeitig nochmal in die Matte reindrücken, während du oben mit dem Schultergürtel versuchst, weit aufzurollen. Let's go. 4, 3, langen Arm lassen, 2 und einmal bei mir bleiben, oben. Ja, gut, sehr schön. Dann einmal den Stab kurz in die Mitte nehmen und dann gehen wir auch über die Mitte und machen hier nochmal ganz kleine Bewegungen. Einen Kopf
Eine Hand stützt den Kopf und wir gehen eine gerade Linie so am Oberschenkel Richtung Knie. Gut. Ja, hier können wir schön nochmal die Stütze mit der Hand hinten im Nacken machen. Wichtig ist, den Arm, mit dem du arbeitest, schön weit nach vorne, das zieht dich mit drauf. Komm, vier, gerade Linie. Drei, zwei und Häuschen. Einmal wieder den Start nehmen, nach hinten führen, einmal kurz ablegen und auch die Beine nochmal strecken. Sehr gut. Ganz ausgestreckt, tief durchatmen bis in die Rippen, in die Bauchebene rein. Und dann setz die Füße wieder zurück, stell sie an dein Gesäß und kipp jetzt wieder dein Becken. Ne? Den unteren Rücken schon mal am Boden platzieren, die Arme kommen auch nach oben. Und jetzt stelle ich natürlich erstmal den Stab mit der gegenüberliegenden, mit dem gegenüberliegenden Arm neben dem Becken auf. Ne? Und wenn ich jetzt ganz weit mich hier wegziehe, ihr seht, dass die weite Schulter weg ist. Ne? Ganz langer Arm. Die andere Seite kommt wieder. Die Hand unter den Kopf und jetzt schieben wir den Stab wieder über unsere Armlänge, möglichst weit wie ein Scheibenwischer geht der Stab Richtung Knieoberschenkel und rollen wir über die Schläge ab. Ganz, ganz, ganz elementar wichtig, hier diese Länge zu behalten. Ne? So die Schulterebene ist eigentlich immer weg, während du arbeitest. Die Beckenebene umgekehrt bleibt fest am Boden. Ja. Nur die schrägen Bauchmuskeln sollen optimal hier ihre Kraft nehmen. Und deswegen musst du einen Fixpunkt haben. Das ist dein Becken und schräg aufrollen. Super. Ja, kommt. Noch vier. Den Stab gerade lassen, Hand gerade lassen, Arme gerade lassen. Die letzten zwei und dann kommst du noch mal nach oben, halte dich hier und noch mal ganz klein kurz wieder den Stab mittig greifen, dich zur Mitte hin gerade ausrichten und gerade noch mal die letzten hoch und ab. Auch hier den Arm lang lassen, so dass du wirklich schaffst, vielleicht entweder am Oberschenkel zu schieben oder zumindest Richtung Knie zu kommen. Gerade Linie. Let's go. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gut. Und dann haben wir uns jetzt wieder eine Streckung verdient. Eine Komplettstreckung, alles auseinander. Tief ein- und ausatmen. So, und dann holen wir kurz den Stab zurück, holen wir kurz die Beinchen zurück. Gut, so noch eine letzte nehmen wir für den Unterbauch. Wir haben eben schon eine Sequenz gehabt. So, ich nehme jetzt bewusst den Stab, da fangen wir mal mit an, sorry, hier auf Brustebene halten, auf Brustebene, ne? Ihr könnt gleich auch auf Kopfebene nach hinten wandern, aber wir fangen jetzt mal leicht an. Gut. So, jetzt nehmen wir jetzt mal ein Bein nach oben und das ziehen wir mal zu dem Stab. Bitte schön. Hm? Ihr habt noch ein Bein am Boden, ich weiß. Das hilft jetzt gerade, ne? Damit ich mit dem Schienenbein hier oben am Stock landen kann. Ja, aber spür noch mal nach, wenn du es langsam machst. Es muss sich unbedingt der untere Rücken, also Gesäß, bis in den unteren Rücken von der Matte lösen. Ne? Das machst du jetzt auch nochmal mit dem anderen Bein. Wechsle die Position. Erstmal strecken und dann guckst du. Ja, genau. Halt den Stab da, wo du auch wirklich noch dran kommst. Helf aber auch ruhig nochmal ein bisschen mit dem Standbein jetzt nach. Das hilft dir später dann auch in die richtige Richtung zu kommen. Ne? Und wenn du gleich merkst, ich schaffe die Übung nicht ohne Beinhilfe, dann nehmen sie wieder mit runter, so wie jetzt, und helfe einfach. Ne? Okay, gut. Einmal kurz nochmal auslockern am Boden.
einmal die Beine schütteln. So, ich halte mein Stäbchen hier oben ganz entspannt. Und jetzt nehme ich beide Beine nach oben und versuche jetzt diese Aufrollbewegung mit beiden Beinen. So, damit es etwas schwieriger wird, setze ich den Stab weiter nach hinten. Der ist jetzt so auf Augenebene. Die Beine können ruhig ein bisschen geknickst hier gebeugt sein, ist nicht schlimm. Mir geht es um die Bewegung hier unten aus dem Aufrollen. Und wichtig, wenn du zurückkommst, schleuder die Beine nicht weg. Sie bleiben immer in der Nähe vom Stab. Stab und dann immer wieder dran denken. Nicht nur, dass das Becken kurz am Boden ankommt und dann hebt es auch schon wieder ab. Ja, ganz wichtig. Also die Füße und die Unterschenkel sind nie mehr als 20 cm von deinem Stab weit weg. Das vielleicht als kleines Merkmal. Weil dann kommst du schnell ins Hohlkreuz. Das möchte ich nicht. Ja, und wir wollen vielleicht, wenn du schaffst, jetzt mal da hinten vielleicht noch ein Stückchen weiter aufrollen. Ja, ausatmen. Vier noch. Egal wo du bist, drei. Zwei. Eine letzte. Gut. Füße nacheinander absetzen. Und einmal lassen wir kurz oben. Hier greifen wir einmal beherzt wieder den Stab in die Kniekehle und von hinten greifen. Und jetzt kommt der Kopf nach oben und wir lassen uns über den Zug dieses Beines sehr schön nach oben auf. Ehrlich gut. Sehr gut. Und so können wir noch zwei, einmal auch wieder runter. Achtung. Einmal ablassen. Einatmen und wieder nach oben hoch. Einatmen und ablassen. Über den runden Rücken ein bisschen festhalten, sanft ablegen, Fuß nochmal nachziehen. Gut. Und Fuß wieder auslenken. Gut. Fuß nachziehen, rollen und Fuß nach vorne schieben, aufrichten. Letzte Runde. Fuß nach, abrollen. Und letztes Mal nach oben hoch. Sehr gut. Kurz die Beine strecken. Stäbchen einmal nach vorne und dann nur rund federn. So wichtig hier bei der Übung, lass die Beine gestreckt. Und dann geht es mir ums sanfte Federn. Heute nicht ins Gehaltene gehen, sondern einfach ganz klein in einem Wohlfühlzugmodus einfedern. So, dass es dir nicht zu viel wird, aber dass du spürst, du bist immer so in einem leichten Stretch drin. Ne? Gut, dann einmal wieder den Rumpf nach oben aufrichten. Jetzt kommt der Stab unter die andere und das andere Bein. Ja, genau. Bein ist angewinkelt. Das freie Bein wandert mit. Jetzt anwinkeln, das freie Bein auch und abrollen über die Wirbelsäule. Ganz wichtig. Einmal lang werden mit der Wirbelsäule. Beim Hochkommen das Bein wieder strecken und nach oben auf. Auch die Wirbelsäule wieder strecken. Rund abrollen, halten. Sanft, mach das sanft. Einatmen und wieder nach oben, unteren Fuß strecken. Dann kommen wir super easy nach oben. Ne? Und wenn ihr das vielleicht, wenn ihr gerade die Hohlkreuzkandidaten, die können schlecht rollen, ne? Habt ihr hier eine super Hilfe, vielleicht mal über diesen Weg in die Richtung zu kommen. Eine letzte nochmal abrollen, sanft, Wirbel für Wirbel, mit festhalten, wenn ihr mögt. Und wieder nach oben kommen, Kopf kommt auch mit. Und wieder zurück, einmal den Stab zur Seite und wir federn nochmal hier nach vorne ganz weich ein. Aus der Position einmal umdrehen oder besser gesagt, ihr die Füße nach vorne werfen. Wir kommen hier einmal in den Vierfüßlerstand und setzen jetzt den Rücken nach oben in eine Rundung rein. Die Fußspitzen aufstellen und dann so ein bisschen nach hinten Gewicht verlagern zu den Füßen und wieder ein bisschen nach oben. Alles so in einem Puckelmodus. Jetzt können wir mal Puckelmodus machen. Jo, einfach vor und zurück. Mal mehr Gewicht hinten Richtung Füße. Das dehnt unsere
Plantarsehne in den Füßen, wenn wir jetzt mit dem Gewicht nach hinten gehen und die Zehen fest in die Matte drücken. Letzte Runde. Einmal kurz hinten bleiben. Hände nochmal nachziehen. Und dann haben wir den Stock auch schon wieder bei uns. Gut, den stellen wir nochmal vorne auf. Und wir sind im Kniestand und jetzt hängt, haltet euch einfach am Stab fest und lasst euch nochmal durchhängen. Wirklich so, dass es dir angenehm ist und du ganz sanft auch nach unten federn kannst über deine Brustwirbelsäule und die Mobilität in deinem Schultergürtel. Nach oben hochkommen, Becken nach vorne schieben, einmal wieder aufrichten und nochmal den Po nach hinten raus. Dann kannst du die Arme hier leicht gebeugt haben, dich nur am Stab halten, dass du nicht runterrutscht und wieder nach unten einfedern. 3, 2. Gut, das Becken wieder nach vorne kommen lassen, Katzenbuckel aufrollen. Oh, Stöckchen noch ein bisschen mehr holen. Und dann, heute easy peasy, mit der kleinen Hilfe, kommen wir wieder von unten nach oben. Und haben jetzt auch mit ein bisschen Stretching ein kleines Kraft- und Mobilisationsprogramm gemacht, was dir hoffentlich gut tun wird. Und es fördert auf jeden Fall immer wieder dran denken, die Mobilität im Schultergürtel und ein bisschen Kraft für den Bauchkanal haben. Also ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht und lass mir gerne auch mal ein Like geben. Bis dahin auf jeden Fall. Ich komme wieder. Ciao.